Servus, Leute. Servus. Nachträglich nochmal alles. Dankeschön. Und wie ist die neue Location? Ich meine, das ist bei dir das Allerwichtigste. Können wir hier bleiben oder müssen wir woanders hin? Nee, absolut, wir können hier bleiben. Ach, Gott sei Dank. Wunderbar. Was, wie viel Gewicht hast du vor dem Wiegen gehabt? Ein bisschen mehr. Es hat gepasst auf jeden Fall. Habe ich es geschafft, wieder auf eine Punktlandung zu machen mit 76 Kilo. Und danach hatte ich auf jeden Fall wieder das drauf, was ich davor hatte. Und Torte gegessen? Nee, minimal. Also ich war auch wirklich, ich brauchte immer meine Ruhe, brauche auch meinen Fokus. Und deswegen habe ich mir die auch genommen gestern. Mhm. Geburtstag wird nachgefeiert, das ist viel wichtiger. Dein Gegner? Ja, schauen wir mal. Wir haben eine Marschroute, die geben wir vor. Und ich bin motiviert. Ja. Ich sehe, du bist schon fokussiert. Ich sehe dir sofort an, wenn du fokussiert bist. Du hast einen anderen Blick. Ja, ich bin schon im Tunnel drin. Also noch nicht ganz, aber fast. Dann geht's schon los. Das ist natürlich die ganze Anspannung und die muss man dann auch positiv wieder umwandeln in das Kämpferische. Und ja. Ich habe so das Geil, es ist dir eigentlich völlig egal, gegen wen du kämpfst. Du gehst einfach auf den los, der im Ring steht. Richtig, ist es auch. Ja, im Endeffekt ist es auch egal. Kämpfen muss man sowieso. Und ja, da gibt es jetzt nichts Großartiges auszusuchen. Der, wo drin ist, den muss ich schlagen und muss halt auch wieder gewinnen. Das ist mein Ziel. Wir reden uns nachher. Genau, ich wollte nur sagen, du bist ja jemand, der sich auch immer weiterentwickelt. Du überraschst uns ja auch immer mit neuen Techniken. Ich kann mich erinnern, ich glaube in Ingolstadt war es mal so ein gedrehter Backkick. Ja. Das war, wo war denn das? Ich glaube, Zenithalle. Ja. Okay. Hast du da auch wieder was gemacht in den letzten Monaten? Ich mache immer was, also wir werden sehen. Wir schauen einfach mal, was so der Tag bringt. Und die erste Runde schaue ich mal, wo ich meine Punkte bringen kann und dann schauen wir mal, was alles möglich ist. Okay, also ich lasse die Taten im Ring sprechen. Viel Erfolg. Bis später. Danke. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Kampfsportfreunde, willkommen zum zweiten Weltmeisterschaftskampf des heutigen Abends. WKU-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht, Kickboxen K1. Und ich rufe in den Ring den Kämpfer aus der Slowakei, aus Litovsky Mikuláš. Herzlich willkommen, Wladimir Konski! Meine Damen und Herren, wir kommen zum Weltmeister. Aus Österreich, Harald Voladori. Aus Nordirland, Stephen McFarlane. Und aus Polen, Chris Legien. Der Mann im Ring aus Serbien, Goran Filipovic. Und nun zum Kämpfer, zum Herausforderer in der roten Ecke. Er ist 35 Jahre alt, 75,5 Kilogramm schwer, 1,85 Meter groß. Sein Kampfrekord, 125 Kämpfe. 99 Sieger, ein Unentschieden bei 38 Knockouts. Sein Erfolg ist IPCC-Weltmeister, WKN Interconti Champ, tritt an für das NVR-Gym in seiner Ecke. Sein Trainer, Peter Navratil. Meine Damen und Herren, aus Litovsky Mikuláš, Slowakei, Wladimir Konski! Sein Gegner in der blauen Ecke ist 29 Jahre alt, 76 Kilogramm schwer, 1,76 Meter groß. Seine Kampfbilanz, 42 Kämpfe, 38 Siege, 2 Unentschieden bei 20 Knockouts. Er ist WKU, ISKA, WKA-Weltmeister, tritt an für das Kampfsportzentrum Steko in seiner Ecke, Ex-Weltmeister im Laden Steko, Bruder Genja Murina, Nevo Kostadinovic und Cutman, Thilo Kuttler. Meine Damen und Herren, aus Ingolstadt, der Weltmeister, Dada, the Gladiator! Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden, 5 Rounds of Fighting. Die Kämpfer zur Mitte der Fighters, to the center. Stop.
Meine Damen und Herren, die Kämpfer sind bereit. So, let the fight begin. Und wir warten auf den Gong. Und dann gilt das, was die Coaches hier ausgegeben haben. Die Coaches von Gagan Morina. Es wird ein Geduldsspiel. Man muss konzentriert fighten. Der Gladiator darf also nicht sofort die ganzen Waffen da rausholen und präsentieren. Sondern sich konzentriert nach vorne fighten. Sehr erfahrene Gegner, 99, 7, 25. Niederlage, 1 Unentschieden, 35 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Im Kampf das waren eigentlich die wichtigsten Dinge, die Deko da im Vorfeld gesagt hat. Es ging darum, dass man sich Sorgen macht, dass man in irgendeiner Form nicht mit den Techniken zurande kommt. Sagen wir mal hier. Gelöst, nochmal ein bisschen drüber kleben. Warte, meine Tasche ist eine Linse. Ich brauche eine neue Linse. Was? Nicht jetzt. Man braucht eine neue Kontaktlinse. Die kriegt er, wenn, überhaupt dann in der nächsten Pause. Einfach ins Festmittel. Gut. Farblich nochmal besonders schick abgestimmt. Passt in jedem Fall auch zum Spitznamen Gladiator. Und jetzt können wir links und rechts auch nicht mehr verwechseln. Aber nur den Blick aufs Tape. Stop! Stop! Stop, kids. Not alone. Da sieht man auch, dass die erfahrenen Sportler immer mal wieder ein bisschen drüber nachdenken müssen, was jetzt genau erlaubt ist und was nicht und welche Regeln in diesem speziellen Fall dann besonders greift. Viel mehr in dem Fall erlaubt. Angezählt werden, wenn der Schlag gewähren. Das bedeutet mit dem Kampfende keine Backfist, also Rückhand schlagen, sondern ein eingedrehter Schlag. Spinning Backfist. Nicht erlaubt. Und das Knie zum Kopf wäre in Ordnung. Allerdings, wenn man vorher Knie den Kopf runterzieht, also den Kopf in Richtung Knie bewegt. Goran Filipovic, der versucht sich hier gleich nochmal richtig bei den Kämpfern vorzustellen, damit auch klar wird, wer hier der Chef im Ring ist. Die nicht so ganz genau wissen oder mal kurz aufblenden, was denn das Regelwerk hergeben soll. Da müssen sie aufpassen. Aber sie wissen, sie haben einen, der zumindest weiß, was da im Ring passieren darf. Wird angezählt. Ein paar Coaching-Tipps mitgeben. Kannst du weitermachen, dann Hände hoch, kann er und weiter geht's. Letzten Augenblick hin, eine erste Runde, die doch schon mal vielversprechend ist. Gute Aktion zum Ende von Morina. Stopp! Geschlossen halten, weiter so nach vorne marschieren. Gut umgesetzt. Also das, was deine erste Runde nicht so lief, abhaken und sich auf die guten Möglichkeiten konzentrieren. Stopp!
Break step back. Dann step back. Das ist natürlich die Möglichkeit in ebenfalls anzunehmen und dann vielleicht wieder mal aus dem Gleichgewicht bringen zu können. Nach vorne geht, auch deutlich mehr die Füße einsetzt, beziehungsweise dann mehr probieren will. Hand und rechter Fuß vorne. Versucht also viel zu variieren und den Gegner etwas zu verwirren und muss dann aber natürlich aus diesen Sequenzen auch ein bisschen mehr machen, einfach nur sich anders hinzustellen. Reicht in dem Sinne nicht aus. 30 Sekunden, Runde 2, gute Rechte. Immer mit einer zweiten Aktion hinterhergehen. Man hört Mladen Steko, den Ex-Weltmeister, das auch reinrufen. Natürlich die beispielsweise die Führhand schlagen oder zum Körper gehen und dann mit einer Aktion noch hinterher. Einfach noch ein bisschen mehr rausholen aus diesen Möglichkeiten. Gute zweite Runde. Hektisches Arbeiten in der Runde bei Rashi Fikonski. Peter Navratil. Die Distanz soll er halten. Aus der langen Distanz seine Techniken ansetzen. 1,85 groß. Wenn man das Maßband rausholt, sind das 9 cm mehr Körperlänge im Vergleich zu Davids Morina. Immer über außen, das ist für den kleinen Mann vielleicht dann einfach zu weit der Weg. Und so wenig erfolgreich in jedem Fall, das kann man auf jeden Fall festhalten. Haben zu können. Mit den Boxtechniken probiert, hätte er natürlich Möglichkeiten, aber dann dürfen es eben nicht nur die Schwinger über außen sein, dann wäre es eben sinnvoll, dass man das auch nicht versucht durchzuboxen. Normal. Es kommt halt wenig bei raus bei diesem Auslagewechsel, wenn man das Gefühl hätte, dann trifft er mit der linken besser oder mit der rechten häufiger oder kann Dinge des Gegners besser abwehren, dann würde man den Sinn sofort erkennen. So schließt er sich nicht im selben Augenblick.
sind es jetzt dominieren total in der Damarines Round in Trettakti Duelli. Jetzt die Minute 2. Sie parabarten die Düdine für die Mepik, die Tretten. Dann ist es gut, dass er seine Pigwe hat. Das ist so ein Rost in der Sicherheit. Über Pacen auf jeden Fall gut um, aber vielleicht in diesen Situationen ein bisschen zu wenig. Das ist jetzt kulminant der Dan Morina. Ganz ohne Pace war das auch nicht gedacht. Ja. Kickboxer sichert Konski Monti per Balloi. Laparoia Til. Nuk Verme, das ist die Initiative. Auf den Low Kick. Stiko, die Einweisung reinrufen zum Ende der dritten Runde. Guter Versuch. Der letzte Treffer hat ihn da nochmal gut erwischt, oben an der Schneebühne mit dem Gong. Das war keine unfaire Aktion. Das war nicht nach dem Gong, sondern mit dem Gong. Das Sportzentrum bedankt sich ganz recht herzlich bei den Sponsoren des heutigen Abends. So ein Wissenscout, der Hauptsponsor. Ob das was gut läuft für Murinan oder dass die letzte Runde eine gute Runde war, hört man an der hektischen Stimme des Trainers von Jolly Kunski, der sehr, sehr laut hört. Aktionen, die sind gut. Und man sieht das Nägelkauen beinahe bei Geisenhofer. Da die Aktion zum Ende. Was macht man? Ja, Wackeln ist vielleicht nicht das Wort der Wahl, aber hat es auf jeden Fall gespürt. Ja, ein bisschen diskutiert. Break, step back! Rhythm, Stil. Natürlich mit dieser einen Technik jetzt immer wieder, die so gut funktioniert hat, muss aufpassen, dass er da nicht zu sehr auf den Hinterkopf in den Nacken kommt. Schon reagiert und zum Körper getroffen. Das ist jetzt richtig stark. Das hier die erste Runde von Marina, die allerdings auch noch zwei Minuten andauern wird. Zu weit. Das ist eben die Krux, wenn du diese entscheidenden Zentimeter zu klein bist und nicht so schnell ranspringen kannst. Du musst diese Distanz überbrücken. Also brauchst zumindest die eine Zusatzaktion, um da ranzukommen. Es läuft immer besser. Für Marina. Wladimir Koski. Stopp.
Auch ein bisschen wild, aber die Gladiatoren stehen da in der Rüstung und feuern ihren Mann entsprechend an. Die letzten Szenen der vorletzten Runde. Wladimir Konski. Ecco Problem. Ecco Problem mit Wladimir Konski. Der Wettbewerb nur exzessive Spektakel. Und Konski weiß nicht so wirklich, was schlimmer ist, die in 3 Minuten kämpfen, die oder dann in die Ecke zu kommen, oder der mittelmäßig guter Laune auf ihn wartet. Man kann nicht so sagen, dass der sich schon anders besser umsetzt, mehr aus den Möglichkeiten macht. Es hat auf jeden Fall in der vergangenen Runde, in der letzten Runde, sehr viel zugelassen. Das war die beste Runde von Dardan Morina. Ksaj lufte me këtë kickboxer 7 cm. Die fünfte, die letzte Runde. Mit dem Kicken auf die Distanz zu halten, aber das klappt sehr kurz. Der Hinweis an Konski, da kann man schon mal durcheinander kommen bei Kämpfen, wenn man die Kondition ein bisschen schwindet. Er macht die Distanz sehr kurz, Morinan. Da sieht man daran, dass Konski mit seinen Aktionen gar nicht sauber treffen kann. Aber er macht dann zu wenig. Aus der guten Situation, die er selber kreiert hat. Im Sinne von noch klareren Treffern, von klaren und zählbaren Aktionen. Das Problem, wenn du auf Konter wartest, ist, dass du ein bisschen das Tempo des Kampfes an den Gegnern abgibst. Wenn der so wenig macht, bleiben eben auch wenig Möglichkeiten zu kontern. Und das könnte am Ende bei Runden, in denen wenig Zählbares aus Papier kommt, durchaus ein Problem mit sich bringen. Hier vor allem in der ersten Runde, wo noch gezählt wurde, kann man sich ja nicht so ganz sicher sein, wie die Zahlen auf den Punktezetteln sind. Dürfte es sich zumindest nicht sein. Man sollte demzufolge nicht zu viel Kraft sparen, sondern in den letzten 38 Sekunden da nochmal alles reinhauen. Ein guter, zwei gute Treffer noch. Kann hier in dieser Runde nochmal einiges verbessern. Interessanter Blick dann nochmal rüber zu seinem Gegner.
Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. The Results. Steve McFarlane wertete 49 zu 46. Steve McFarlane scored 49-46. Chris Legian also scored 49-46. And Harald Fadoli also scored 49-46. Dreimal 49 zu 46. Unanimous decision for the Blue Corner. Und damit alter und neuer Weltmeister David Dada, the Gladiator Morina. Gratulation, ein weiterer erfolgreicher Weltmeisterschaftskampf. Da steht man einem Gegner gegenüber, man weiß, dass 125 Kämpfe überaus erfahren. Ist das irgendwie eine andere Vorbereitung oder sagt man, es ist ganz egal, in den Ring 5 Runden alles geben? Nee, wir bereiten uns natürlich auf jeden Gegner speziell vor. Man hat gemerkt, so einer, der sehr viel Erfahrung bringt, der stellt sich relativ schnell ein. Und wir wollten ein paar Sachen ausprobieren, hat nicht alles geklappt, aber letztendlich hat es gereicht und ja, hat alles gepasst. Es hat alles gepasst, definitiv. Man kennt natürlich gerade dich als Kämpfer, der in den Ring geht, erste Runde, alles gibt am möglichst, erste Runde, zweite Runde, Knockout. Man hat gemerkt, innerhalb des Kampfes kann dann umdenken. Reicht es dann irgendwann auch, 5 Runden zu beherrschen? Und man sagt sich, es reicht auch, nach Punkten zu gewinnen. Man muss nicht unbedingt den Gegner K.O. schlagen. Absolut. Ich meine, der ist bestimmt ein netter Kerl. Und ich hatte gestern Geburtstag, dann dachte ich, tue ich mal was Gutes. Ja, ganz genau. Das Ständchen hat es gestern gegeben. Happy Birthday nachträglich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Was Schöneres als ein Weltmeistergürtel kann es natürlich nicht geben. Es sieht jetzt so aus, es sind WKU, ISKA, WKA Weltmeisterschaften. Es sind zig Titelveranstaltungen. Es sind 22 Titel. Was treibt einen an, weiterzumachen, selbst in diesen jungen Jahren? Immer dieses Gefühl danach. Also es gibt Zeiten, wo ich zwischendurch das alles hasse, was ich mache. Aber ja, es ist wahr, aber dann kommen natürlich Zeiten, wo ich denke, dass es gibt nicht keinen geileren Sport als das. Und ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass ich so viele wunderbare Menschen um mich habe, die mich unterstützen und mir helfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar und danke jedem vom Herzen. Und natürlich, ja, die Vorbereitung war echt nicht einfach. Ich habe mir einen Bandscheibenvorfall im Januar zugezogen und habe eigentlich die komplette Vorbereitung nur unter Schmerzen trainiert. Und, aber letztendlich ist es so, wenn ich mich zu etwas entscheide und es war hier heute im Ring zu stehen, dann ziehe ich das durch, egal wie. Wunderbar. Gratulation, Weltmeistertitel mit frischem Bandscheibenvorfall. Dankeschön, David Dada und der Gladiator Morina. Ja, ich wollte mich nochmal an meine albanischen Fans, wird ja auch im albanischen Fernsehen übertragen. Wir fallen dir jetzt schon Kretschip Torbe, Kujan. Kujan, aber schon fallen dir jetzt, Pepe Krau hier. Wunderbar, Gratulation, Dankeschön. Insgesamt in 5 Ländern wird dieser Kampfabend ausgetragen.